Der Verein existiert seit 1973. Haupteinsatzgebiet der Dampflokomotiven sind die Strecken der Hohenzollerischen Landesbahn HZL. 1991 konnte 44/16/16 von der Deutschen Reichsbahn erworben werden. Heute ist sie auf der 28 Kilometer langen Strecke Eyach-Haigerloch-Hechingen unterwegs. Die schwere Güterzuglok wurde 1942 in Grenau gebaut und fristete bis zum Schluss ihr Betriebsdasein als Heizlok in Bautzen. Äußerlich ähnelt sie heute dem Aussehen der Bundesbahn 44er.